um die Flagge. Ja, hallo, hier ist der Quert oder Arvid oder was auch immer und ich begrüße euch zu einem weiteren Video und zwar haben wir hier wieder einen kleinen Talk zum neuen Update, das rausgekommen ist, nämlich Ghosts of Meridian, in dem einiges Neues hinzugekommen ist und natürlich bin ich dafür auch nicht alleine, sondern wir sind hier tatsächlich mal zu dritt, um darüber zu reden. Auch muss ich mich zuvor nochmal kurz entschuldigen, ich bin momentan etwas angeschlagen, also wenn ich hin und wieder etwas verschnupft klinge, sei das bitte zu verzeihen. Ja, man möchte gar sagen, er ist schon ein One-Shot. Aha! Ach, egal. Was? Let's ignore that. Zirp. Go into the shit. Ja, wir haben ein neues Update. Ghosts of Meridian, yo. Oh yeah. Und das ist, wann rausgekommen? Mittwoch. Mittwoch ist es rausgekommen, jetzt letzte Woche. Ja, ich habe tatsächlich sogar den Livestream gesehen. Weil da ich jetzt ja krank war, musste ich ja nicht irgendwo hin. Und dann habe ich mir noch Teil von dem Livestream angesehen. Was richtig lustig war, weil jeder die ganze Zeit in die Kommentare gespammt hat, dass es keine Infection gibt. Und dann haben sie auch noch ein paar Community-Modi gespielt, die eben eigentlich den Infection-Modus bräuchten. Und dann war unten in den Twitch-Kommentaren nur noch das eine, ich weiß nicht von wem das ist, das eine Face, weil er so ein Facepalm macht die ganze Zeit. Vor allem, weil sie dann auch noch verkackt haben. Und zwar, er kennt doch sicherlich diesen UFO-Modus mit der Farbe und bla. Und dann wollten sie eben alle in ein Team bewegen. Ist halt natürlich einer das UFO ist und dann haben sie aber alle ins falsche Team bewegt. Oh, und dann haben sie nämlich höchstwahrscheinlich auch noch den Bug encountered, den wir auch schon mal hatten, nämlich dass wir den richtigen Spielmodus auswählt, aber trotzdem nicht der richtige Spielmodus drankommt. Das war nämlich Respawns nicht aus und dann, es war einfach nur Chaos. Sie scheitern an ihrem eigenen Games. Das sind so obvious, das sind so obvious Sachen, die haben hier Patchnotes, die 5 Seiten lang sind. Und dann werden solche Sachen einfach nicht gepatcht. Sachen, die uns beinahe jeden Tag einfach nur nerven. Wir sprechen immer wieder darüber, wie dumm es ist, dass uns das mit dem Spielmodus passiert, dass man irgendwann mal die Teams nicht mehr wechseln kann, dass die allgemein ab und zu diese Join-Probleme entstehen. Das sind so Master Chief Collection Sachen, die schon längst hätten weg sein müssen. Aber, was soll's. Widmen wir uns am besten erstmal etwas Erfreulichem. Und zwar, das können wir, ich würde sagen, das machen wir am Ende. Genauso wie es ist auch. Gerade schon erwähnt. Ja. Ich persönlich würde sagen, das machen wir am Ende. Es kam auch beim Stream ganz am Ende. Und, aber jetzt ist die Überraschung ja schon weg. Ja, es ist die Überraschung schon weg. Aber es hier, dann ist ja nicht so, als würde das schon jeder wissen. Nein, das weiß noch niemand. Wir sind exklusiv unterwegs. Genau, Top-Akteure wie immer. Egal. Ja, dann würde ich erstmal über die Warzone-Map, weil die ja hier ganz oben auch steht, reden. Das wollte ich ja so eine tolle. Ja, ich hab egal, Skirmish at Darkstar. So, haben ich und Psycho schon gespielt? Ich glaube, ich werde noch nicht. Nee. Und mein. Ich habe sie sogar schon zweimal gespielt. Mein erster Eindruck war, wie sie auch schon gesagt haben, dass diese Map die kleinste sein soll. Und das ist sie auch. Und das hat viele Vorteile, meiner Meinung nach, weil es sich doch anders spielt als die anderen. Ich muss nämlich sagen, ich finde, also klar, das ist jetzt schwierig zu sagen nach 2 Tagen Spielen so, aber mir gefällt die persönlich bisher echt am besten so. Vom Design her finde ich sie cool, so vom Licht und bla und ist alles so schmutzig und überhaupt. Aber auch so vom Gameplay her, weil dass der Warden zum Beispiel in so einem Bereich dann am Ende spawnt, wo Fahrzeuge schlecht Zugang zu haben und so, dass halt die Infanterie immer mehr im Vordergrund steht und die Map generell ein bisschen kleiner ist. Das heißt, du kannst auch an deiner Homebase spawnen und bist nicht Äonen vom Geschehen entfernt und musst erstmal eine halbe Stunde irgendwo hinlatschen, damit was passiert, sondern bist direkt in der Action und so und das ist voll fancy. Ja, ich würde auch gerne weiter über positive Dinge reden, aber damit ich es nachher nicht vergesse, was ich gerne ansprechen möchte, sind auch, abgesehen davon, dass die Map halt richtig gorgeous aussieht, das Einzige, was Free for Free so richtig gut an den Visuals macht in Halo 5, ist Lighting. Und halt auch so Sonneneinstrahlung, das ist richtig heftig auf der Map. Das sieht echt richtig nice aus, auch so hier die Dirt-Passagen da, das ist alles ziemlich cool. Auch, dass unter den Außenposten noch so Höhlen sind, wo Bosse spawnen, finde ich ziemlich cool. Ja, da hatten wir ja gestern schon. Ja, so ein Encounter gehabt mit einem Knight da drin, ist es so fucking eng da drin und der spawnt die ganze Zeit Minions. Und Crawler. Problematisch oder was ich halt komisch finde, auf der oder noch eine positive Sache, cool ist,
Viele Bosse sind sehr unique, also ganz oft spawnen Soldier in der Mitte, die irgendwelche UNSC-Fahrzeuge gekapert haben. Ja, Mantis oder so. So ein Warthog oder ein Mantis oder irgendwas kommt da und ballert da umher. Problem ist nur, sobald Palmer sagt, hier, der Master of Destruction Shinobi Krach-Bumm-Typ ist jetzt gerade gespawnt. Oh, Teamkameraden haben Shinobi Krach-Bumm-Typ eliminiert. Die halten einfach mal, ganz viele Bosse auf der Map kommen mir so vor, als würden die einfach nichts durchhalten. Die sind einfach instant tot und das ist möglicherweise ja, dem geschuldet, dass die Map so klein ist. Der Mantis schon relativ viel. Also, die haben ja jetzt in dem Update, habe ich nochmal in den Patch Notes gelesen, jetzt auch die Rüstung von Mantis allgemein wohl nochmal ein bisschen verbessert. Und ich muss sagen, der hält. Also es kommt ganz drauf an, natürlich, weil die Map so klein ist und dann der auch mittendrin spawnt, ist der dann so, wird er so manchmal komplett gerackt. Ich glaube, der weiß gar nicht, wo er hinschießen soll, weil so viele Menschen da sind. Wobei ich aber sagen muss, der Knight, den Special Knight, den sie jetzt da auch haben, Delusion, irgendwas. Ja gut, der war ganz cool. Der hält auch ein bisschen mehr aus und der hat halt vor allem eine fancy Verbrennungskanone, was halt echt mal ein bisschen schwieriger ist, dann zu handeln als eine Scattershot, wo du einfach nur auf Range dann ein bisschen den Weg holen kannst. Apropos Mantis, hat einer von euch eigentlich schon mal die... Daddy, ja. Ich hab den gestern gespielt. Und den Panzer auch oder nur den Mantis? Den Panzer habe ich gestern... Nee. Den haben wir gesehen. Nee, den haben wir nur gesehen. Den habe ich... Ich hab, obwohl jeder einen Rackpack bekommt, wo der Hannibal Scorpion drin ist, um ihn auszuprobieren. Den Mantis aber nicht. Ich habe den gestern gekriegt bei Raid on Apex 7, weil ich ein extrem seltenes, zufälliges Fahrzeug gespawnt habe und dann war das halt so Mantis. Ich war nicht lange dabei. Ich glaube, ich habe damit einen Boss platt getreten. Hab dann noch so ein, zwei Spartans da weggeholt. Weiß ich nicht, jetzt kein besonderes Erlebnis, spielt sich halt sehr Mantis-artig, so halt ein bisschen andere Chaingun gehabt und sowas. Problem ist halt nur, dass du weiterhin von allen Seiten geentert werden kannst, was den Mantis einfach schwach macht, meiner Meinung nach. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, hab den Boss zertreten, dadurch war ich bewegungsunfähig und schon war ich geentert. Also von daher war das kein großer Spaß. Aber es war lustig, er sieht cool aus. Von daher. Ja. Ja, noch ein Problem mit Skirmish at Darkstar, was ich finde, das machen sie ja öfter, aber hier fällt es mir sehr auf. Ich habe ja kein Problem damit, wenn man Passagen oder Gebäude nimmt und replaced. So zum Beispiel die Armories. East Armory und West Armory sind auf fast allen Maps, sehen die immer genau gleich aus. Damit habe ich kein Problem. Aber, dass die Fortress... Die komplette Fortress, die mal so riesengroß ist, genau dieselbe ist wie von March on Stormbreak, ist schwach. Ist sehr schwach, weil allein dieses Gebäude nimmt schon 15% der Map. Und die sieht einfach genau so aus wie in March on Stormbreak. Und das finde ich, ja, schwach. Also sonst spielt sie sich lustig. Ja, das ist cool, macht auf jeden Fall Bock. Ich würde sagen, wir reden jetzt aber erstmal dann über die neuen Racks, weil wir jetzt einfach bei Warzone sind, tatsächlich, über die... Ja, den Hannibal Mantis hatten wir ja schon. Genau, dann noch, die gibt's jetzt noch drei neue Gravitationshammer, einmal den Grinder, Corpse Maker und Tartarus Gavel. Und ja, der eine schlägt ein bisschen schneller, ich glaube der Corpse Maker, der Grinder, der gibt einem irgendwie so einen Boost, dass man ein bisschen schneller ist und shit und so. Bin mir da jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher, aber was geil ist, ist halt der Tartarus-Hammer, weil der macht wirklich so eine Schockwelle, löst der aus und die geht dann halt, das sah im Stream echt richtig geil aus, schon badass, das war schon echt nice, ich gerne mal spielen, genau. Und dann gibt's noch Song of Peace, das ist ein Unterdrücker, ein Suppressor, und der hat einfach ein bisschen mehr Munition und so ein bisschen wie der Karabiner, Face of Oblivion oder wie auch immer der heißt. Und dann gibt es noch einen weiteren Suppressor, Razor's Edge, der hat irgendwie Explosivmunition. Der funktioniert ganz ähnlich wie ein Needler, glaube ich. Ah, oh, okay. Da. Genau, und dann, ja. Das waren so die Racks an Waffen. Dann
wenn wir weiter noch bei Warzone sind, gibt es ja dann bald auch die Warzone Firefight Beta am 14., was ja quasi schon in 6 Tagen ist. Wow, fast eine knappe Woche. Dann können wir schon mal Warzone ausprobieren, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Warzone Firefight. Also, ja. Ja. Und bin gespannt, genau, wie viele Rackpunkte das gibt. Das wird bestimmt, da wird man sich bestimmt zumüllen mit Rackpunkten, weil die das wieder so hoch machen. Aber ich denke auch, der Verbrauch an Rackpacks wird sehr hoch sein in dem Modus. So wie in Warzone Turbo, so ähnlich. Da hast du ja dein Geld aus dem Fenster geschmissen wie nichts Gutes. Mann. Das, boah. Es war schon hardcore. Ja. Das ist echt gar nicht. Ja, ich muss aber auch sagen, ich meine, es war jetzt nicht total kacke, aber es war halt auch lange kein kreativer Modus so. Ja, und dann lese ich auf Halo Reddit die Leute, ja, unbedingt Warzone Turbo zurückbringen. Ja, habe ich mir auch gedacht. So, Finn, bringt mal lieber Team Doubles oder sowas. Ich glaube, weil die Leute da gerne immer die Snipers oder ähnliches spawnen konnten. Ja, das fanden sie ganz cool. Ich habe da mal ein GIF gesehen. Wer Warzone Turbo nochmal in Action sehen will, der kann höchstwahrscheinlich, bis dieses Video veröffentlicht ist, auch bei beim Halo Cluster vorbeischauen. Dead Werbung. Ich habe ein GIF gesehen, wo mal Warzone Turbo in a nutshell war und da waren einfach irgendwie 20 Banshees in der Luft, die sich gegen Ja, genau deswegen habe ich da keinen Bock drauf. Das ist einfach so, und vor allem, ich habe ja nochmal festgestellt, ich habe ja jetzt in letzter Zeit normales Warzone ein bisschen öfter gespielt und habe da allgemein noch echt deutlich mehr Spaß dran gehabt, als ich dachte. Aber ich habe echt festgestellt, wie scheiße overpowered die Fancy Banshees sind. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Ultra Banshees. Und Ultra Banshees und so. Die haben. Das Schlimmste ist nämlich, dass die Flakgeschütze, die brauchen fast gar keine Zeit, um sich zu reloaden. Die sind aber instant wieder da und dann machen die da plopp, plopp, plopp. Und du denkst dir so, what the Hängt fuck aber auch is going sehr on? Das viel ist shit. Mit dem Team zusammen, weil es ist nicht schwierig, guten Ultra Banshee jetzt schon, aber normale Banshees runterzuholen, ist als Team überhaupt nicht schwierig. Das Problem ist, die meisten Leute spawnen, laufen los, weil sie irgendeinen Boss killen wollen oder weil sie irgendeine Basis einnehmen wollen. Die achten nur auf die lustigen, bunten Symbole auf dem Bildschirm und nicht, was hier eigentlich drumherum passiert. Das Apropos Symbole. Das hatte ich. Ich will auch noch kurz was sagen. Ja. Und zwar ist mir aufgefallen, dass aber auch letztes habe ich nicht auch mal wieder Warzone gespielt. Und ich finde auch das Sniper generell eigentlich ziemlich krass in Warzone. Ich habe das nie so benutzt, nie gespawnt. Letztes habe ich ein paar Mal Warzone gespielt, irgendwie mit Sniper. Und dann hatte ich auch so meine 20, 40 Kills regelmäßig in Warzone. Jetzt weiß ich, ob die immer diese ganzen super... Das habe ich aber eigentlich fast immer. Ich nicht immer. Ich habe es immer so zwischen 10 und 20. Echt? Ja. Was machst denn du? Aber Bosse töten tust du auch nicht. Also welche Bereicherung bist du nun für das Team? Bitte. Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, als ich jetzt viel Warzone gespielt habe, habe ich auch relativ viel nur mit so Standardwaffen gespielt, weil ich die SMG, in letzter Zeit macht die mich so an. Das ist so geil, einfach diese Waffe. Ja. Da habe ich dann halt echt Spaß dran. Aber weiter im apropos Text. Symbole. Ja. Genau, es gibt nämlich auch noch neue andere Racks, nämlich einmal neue Rüstungen und neue Embleme. Das war nämlich wegen so Symbolen, versteht ihr? Oh. Okay. Aber wir reden, glaube ich, jetzt... Ein neues, wo sind die Embleme? Ich sehe die gar nicht. Über die, New Racks Gallery. Die Customizations, glaube ich. Und da muss ich sofort die Waffenskins hervorheben. Die finde ich nämlich ziemlich cool. Die sehen cool, ja. Blue Steel heißen die. Ja. Sind so ein bisschen wie die auch New Dawn, glaube ich, hießen die. Die mit dem Update nur mit davor. Blau statt schwarz und orange. Genau, waren die schwarz? Und, waren auch richtig orange-weiß. Und Fisticuffs ist stimmt, auch die Waffen ziemlich sind an sich sind halt cool, schwarz. Muss ich sagen. Also die Assassination, wo der Kerl. Ja, die mag ich auch sehr, wo der den so richtig verprügelt. Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich cool. Und es gibt jetzt auch ein neues, ein zweites animiertes Emblem. Das Super Combine-Emblem, was quasi die Medaille ist von Super Combine aus Warzone, nur als Emblem. Blinkt halt das auch so, nur oder ist das cool so animiert? Leuchtet halt, hat so ein Flash in den Kristallen. Und es gibt jetzt endlich das Steaktacular-Emblem. Darauf haben wir doch alle gewartet. Oh yeah. Dass wir die Veganer mal ein bisschen... Wo man... First rule of... Vegan Club. Ja, Meat Club. Tell everyone Club. About Vegan Club. Wo man free for free aber wieder Wind aus den Racksegeln nehmen muss, sind... aus den Racksegeln. Die weiterhin anhaltende Traurigkeit der Customizations für den eigenen Spartan. Da kriegt man nämlich einmal den neuen Dynast, die neue Dynast-Panzerung, die unheimlich
ähnlich ist wie die, wie heißt sie denn? Die aus dem Teaser-Trailer vom Multiplayer für Halo 5. Diese Baseball-mäßige, diese Football-mäßige. Ach, die, Grad, wie heißt zufällig? Athlon. Oh, okay. Athlon, genau. Vorbei. Einfach mal übereinander legen. Man sieht, dass die Panzerung, die Brustpanzerung einfach mal fast genau dasselbe ist. Und vom Helm halt auch. Und beides gefällt mir jetzt nicht so heftig. Dann kommen sie mit einer neuen Variante von Mark V und einer neuen Variante von Mark IV. Was ja alles nicht schlimm ist, aber diese Varianten Mark IV ist cool. Unterscheiden sich halt so kaum. Wobei ich halt sagen muss, dass Mark V Alpha Reflex Panzerung, die Bodypanzerung, ziemlich cool ist, weil die da diese gelben Details hat und sowas. Ja. Wobei ich dann wieder sagen muss, die Variante von Mark IV, keine Ahnung, wie die heißt, mit diesen Arcadia. Ja, genau. Mit diesen Zielflaggenmuster ist mal richtig, das sieht komisch aus, sinnlos. So. Ich denke mir, ja, das ist ein super Soldat, dem ich vertraue. Ich finde ehrlich gesagt, es gibt viel zu viele Racks mittlerweile, was Panzerung ähnliches angeht. Und vor allem, was echt mal cool wäre, was mir gerade auch einfällt, ist, wenn sie die mal gruppieren würden. Nämlich, dass man vielleicht irgendwo Mark V hat und dann sämtliche Varianten von Mark V, die man besitzt. Die sind halt nach dem Freischaltdatum geordnet, das ist einfach, was einfach sinnlos ist. Das nicht mal, das finde ich eigentlich am sinnlosesten. Ich meine, dass die Racks, die du jetzt gerade freigeschaltet hast, ne? Die sind dann nämlich immer ganz rechts. Du musst erst nach ganz rechts scrollen. Und nicht, dass du klickst drauf und sie sind direkt ganz links. Nein, du musst nach ganz rechts gehen. Damit du kannst nicht mal umsortieren. Das Problem ist auch schon gelöst. Und zwar, wenn ihr bei Rex guckt, bei Sammlung, und dann auf Helme oder halt Panzerung geht, sind die nach Rarity geordnet, was einem schon viel weiterhilft. Das Problem ist, du kannst aus diesem Menü nichts equippen. Zeigt dir nämlich nur an, was du freigeschaltet hast. Aber ich glaube, das Halo 5 Menü ist wieder eine Geschichte für ein anderes Video. Was ich jetzt noch Video sagen wollte, wäre, gut, das ist eigentlich auch weiter ausführen, aber trotzdem, ich wollte es noch eben anmerken. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn die vielleicht in Halo 6 wieder so machen, dass du halt, dann schaltest du lieber ein Schulterteil noch frei, weil das ist auch einfach viel individueller, so wie Reach halt einfach. Ja, okay. Genau. Wir haben noch eine Map, vielleicht sollten wir darüber noch reden. Tyrant. Oh ja. Genau, die neue Arena-Map, Tyrant. Die mir auch wieder mal sehr gefällt, muss ich sagen. Also mir hat der Talk auch schon beim letzten Update sehr gut gefallen, wobei Talk tatsächlich irgendwie bei vielen sehr unbeliebt Talk ist. Ich finde Talk eigentlich mit einer der besten Maps. Auch vom Design ist Talk echt nice. Und also Tyrant, ich finde echt, dass sie sich ganz cool Also spielen. Erst habe ich so gedacht, ja, Talk ist so vom Design, also schon an der Spitze irgendwo, von den anderen Arena-Maps gesehen, aber Tyrant hat jetzt zweifelsohne sofort, als ich sie gesehen habe, den Platz der bestaussehendsten Map, glaube ich, erhalten. Neben Truth und Talk. Echt fancy aus. Weil die ganzen Lichter, die da überall auf den Geländern. Das Lighting ist da genau auf den Punkt getroffen. Wie das Gameplay jetzt ist, ich habe nur einmal mit Silas 1v1 gespielt. Das war eher ernüchternd. Ich habe tatsächlich CTF gespielt auf der Map. Ja. Und es war ziemlich fesch, ehrlich gesagt. Ich habe doch noch mal so ein paar coole Spots gefunden, so, weil ich hatte dann einmal noch mal wieder typische, der Gegner hat die Flagge und ich hatte die Flagge. Und dann stand er wieder, habe ich wieder darauf gewartet, dass meine Mates es irgendwie schaffen, die zu resetten. Aber da waren so ein paar coole Spots, wo ich so mit der Flagge da rumgeklimmert bin und mir gedacht habe, hey, fancy, und hier kann man hoch und da kann man hoch und bla und überhaupt, das war schon ganz cool eigentlich. Ja. Also was das Map-Design angeht, wie man laufen kann und springen kann, da geben sich die Free-for-Free-Leute immer ziemlich Mühe. Also was so versteckte Wege angeht, da hat echt jede Map irgendwie was man entdecken kann. Das ist schon krass. Ja, mir gefällt auch sehr gut unten bei Bottom-Mid in der Nähe diese Reihe mit Fenstern, wenn man so möchte, wo man dann, ist auch nochmal so ein kleiner Abgrund. Da, wo das BA liegt. Genau, und dort kann man dann auch nochmal so durchschießen und Zeug. Das kann ich mir auch lustig vorstellen, zum Teil, weil so, dass da Plays entstehen irgendwie, wo dann jemand da irgendwie durchsniped. Nur weil du mich da einmal ausgespielt hast, oder was? Nein, ich finde es einfach generell, finde ich die sehr cool mit den Fenstern da, wenn man da halt so eine Line of Sight hat, die man aber trotzdem brechen kann einfach und Deckung, aber auch irgendwie nicht, und das finde ich sehr cool. Ich weiß nicht, was ich von dem Sniper als Powerwaffe auf der Map halten soll, vor allem, dass der in der Mitte spawnt. Ich weiß nicht, ob die Map die Sidelines wirklich hergibt, dass der Sniper was reißen kann, sozusagen. Vor allen Dingen, dass nebenan halt auch schon ein Scattershot liegt.
Ich persönlich mag das aber tatsächlich. Ich mag es sehr gerne, wenn cool, Powerwaffen, die auf der Map eigentlich nicht so stark sind, rumliegen, weil genau das eigentlich meines Erachtens mehr so die interessanteren Spielweisen fördert und das Gameplay auch so ein bisschen vom Fokus der Powerwaffen vielleicht wegrückt und auch so mehr in Richtung Zweikampf und BR und Teamwork geht. Ich mag beide Sachen eigentlich sehr gerne, aber ich finde, dass es in letzter Zeit sehr selten so ist, dass man eben irgendwo nicht die ganze Zeit komplett das nur um die Power-Waffen-Control geht. Speziell, wenn halt irgendwo da noch ein Rocket rumliegt, dann ist es oftmals so, dass sich alles nur noch um die Rocket dreht. Und das finde ich dann immer wieder ganz erfrischend, wenn man eine Map hat, wo es keine Rocket gibt, sondern vielleicht nur irgendwie eine Shotgun oder eine Snipe oder ähnliches und im Generellen nicht so viele Power-Waffen, wo man dann halt da eher mehr so das normale Gameplay mehr mitbekommt und nicht so unbedingt immer das Power-Waffen-Gameplay. Ja. Ja. Wobei man da jetzt, das möchte ich am besten jetzt mal kurz anknüpfen, das ist noch so eine Kleinigkeit, die sie jetzt im Matchmaking auch noch geupdatet haben. Die haben bei vielen Maps in Team Arena oder in Arena wahrscheinlich allgemein die Waffen ein bisschen verändert und kleine Tweaks an den Maps vorgenommen. Zum Beispiel auf Fathom habe ich jetzt nochmal gespielt, da liegt jetzt top mit einem Speed-Boost, was ziemlich cool ist, und Bottom liegt eine Saw. Was? Ja, in Assault zumindest. Was denn da passiert? Ach, das war ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ja, aber jetzt passt wie Bottom mit spawnt eine Saw in Assault? Ja. Da spawnt doch der Ball. Nee, der Ball spawnt jetzt irgendwie bei einem Treehouse, glaube ich. Aber das ist ja auch nicht das Krasseste, wo wir vorhin gespielt haben. Da haben wir CTF auf Empire gespielt und da haben sie bei den Basen die Fenster zugemacht. Wie komplett? Wohlgemerkt. Komplett zu. Also die oberen sind noch offen, aber was? Die direkt in der Basis sind zu. Ich war vollkommen perplex. Ich stand in der Base und gespawnt. Das flasht mich jetzt aber auch, weil das und die Map komplett verändert, Alter. Das ist und komplett gefunden. Ja, kannst du halt nicht mehr so durch die Mitte rushen. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Das ist denn noch zeigen. Overshield in der Mitte? Da liegt jetzt die Shotgun, da wo das Overshield lag. Ja. Dann liegt draußen, da wo der Plasma-Caster war, jetzt ein Spanker. Ja. Overshield gibt's noch, aber ich glaube, das liegt irgendwo im Tower, Top Tower, glaube ich. Ach du das Kacke, irgendwo. Das ist extrem. Also das ich habe jetzt gestern noch vorgestern glaube ich Eden gespielt zum Beispiel, da hat sich nichts geändert. Oh, und wir haben, ich weiß, das war glaube ich nur im Multiteam so, wir haben einmal Talk im Multiteam gespielt und da war in der Mitte war was rausgenommen, dann konntest du in der Mitte von Top mit quasi instant runterdroppen und da war ein Schwert, das schwebte da so drüber. Das finde ich cool. Richtig fancy. Das ist gut, ja. Also schön, dass sie da echt noch an auch nicht Forge-Maps Änderungen vornehmen, die das Spiel bereichern oder mal frischen Wind reinbringen. Das ist alles ganz gut. Und Multiteam ist halt da, wenn es jetzt Man muss ja auch beachten, zum Beispiel in der Beta gab es ja bei Empire ja auch noch einen zweiten Eingang mit einer Treppe. Das haben schon viele vergessen. Das war auch ein einschneidender Eingriff in das Gameplay an jeder Basis. Das hat mich dann auch gewundert. Boah, die nehmen die ganze Treppe weg. Das ist schon... Stattdessen ist da jetzt dieser... hier in Blue und Red Nest, wo BR spawnt, genau. Multiteam vielleicht auch noch, was gerade so ein bisschen untergegangen ist, ist jetzt eben auch noch da. Hauptsächlich BTB-Maps von dem, was man bisher mitbekommen hat. Ja, wir haben Basen, Antifreeze und so schon gespielt. Und funktioniert aber eigentlich gar nicht so schlecht. Was halt auch neu ist in dem Update. Also neben Multiteam, das wahrscheinlich jetzt eine Woche bleiben wird oder so, oder zwei vielleicht. Ja. Forge-Geschichten gibt es. Ja, genau, es gibt Wettereffekte. Also, ja, sie nennen es Wettereffekte. Ich würde das nicht Wettereffekte nennen. Schnee, Paper. Regen, Schnee, Paper, alles Wetter. Ja, das steht hier. New weather effects include rain, snow, papers, embers, dust and mods. Ja, es ist halt so... atmosphärische Veränderungen, die man vornehmen kann. Ja, ich habe aber auch gesehen, halt so ein Auszug, wo sie einfach mal einen scheiß Regeneffekt auf Regret gemacht haben. Ja, habe ich gesehen. Ganz andere Super Map, instant. Nice, das hat auch. Es ist einfach so eine andere Atmosphäre. Gerade auf Regret passt es so nice rein. Ja, und ich auch so cool, dass sie es überhaupt eingefügt haben. Ich erinnere mich noch, wie lange das sich alle gewünscht haben zu Halo 4. Wie sich jeder auch gedacht hat, oh, was machen sie in die Forge rein? Vielleicht machen sie Regeneffekte, Wettereffekte rein, das wäre so cool. Gibt sicherlich noch irgendeinen Talk, wo wir geschwärmt haben. Also das Forge-Team, das hier an der Forge arbeitet, das ist wirklich, das sieht man jetzt auch, das war in Halo 4 hundertprozentig nicht so, ist den ganzen Tag mit
Forge beschäftigt. Es gibt eine eigene Abteilung dafür, hundertprozentig, wo die ganze Zeit Tom French mit seinem Schwein sitzt und den anderen. Und da die ganze Zeit sich auf Reddit da oder sich Bravo ranholt und Bravo sagt dann, ja, die Leute haben sich in der Forge selber Schnee gebaut, weil das die Option nicht gibt. Oh, verdammt, da müssen wir das nachholen. Ja, dann holen sie das nach. Das ist muss cool. Die ganze Zeit an dieses alte V-Idoc denken, wo sie die Forge angekündigt haben oder irgendwie so. Wenn dieser Typ einfach so in den Wald geht, sich als Wikinger verkleidet. Das habe ich gar nicht verstanden. Ich auch nicht, das war so random einfach. Okay, kenne ich sogar gar nicht mal. Naja, aber es kamen auf jeden Fall noch einige andere coole Dinge hinzu. Vor allem, oh, warte, ich wollte noch einmal zu Forge noch sagen. Okay. Und zwar... Ja, wollte ich eigentlich auch zu Forge. Achso, aber zu dem Wetter. Achso, okay, da, gut dann. Diese Motten oder was das ist, diese Glühwürmchen, die du da spawnen kannst, die sind auch so geil. Ohne Scheiße, kann die richtig gut, keine Ahnung, auf. Ja? Oh. So. Okay, krass. Und, auf so Infection halt. Maps. Ja, und also da, für, ja, da macht sich der Regen natürlich vor allem geil. Die haben sich echt gut jetzt vorbereitet. Was ich auch cool finde: Gras, Büsche und ein Riesenhaufen Bäume, was einfach gefehlt hat, weil soweit ich weiß, ich habe mich nicht viel damit auseinandergesetzt. Es gibt, glaube ich, einen Baum oder zwei vielleicht in verschiedenen Größen und das war's. Und jetzt gibt es so Efeu und Zeug. Geiler Bäume, es gibt Efeu und ich bin jetzt schon gespannt, was kannst für phänomenale so. Maps, weil diese kleinen Dinge, da kann so viel draus kommen, das ist unfassbar. Aber damit und es gibt jetzt auch wieder Schilde. Nicht nur also auf, sondern was auch noch sehr cool ist, was dazu kommt, was auch noch mal sehr zur Atmosphäre eben beiträgt, wie eben auch sowas wie Efeu oder so, damit man irgendwas heruntergekommen lassen aussehen kann. Sie haben auch platzierbare Soundeffekte noch mal deutlich mehr hinzugefügt. Mhm. Unter anderem auch für Forge-Maps interessant, so Horrorgeräusche, Infection-Maps interessant, Infection. Horrorgeräusche und so Zeug. Und da freue ich mich auch schon unglaublich drauf, speziell, weil ich wieder Erinnerungen wach werden an Reach, an die Alien-Map. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wo einer halt irgendwo umherdümpeln konnte, es war komplett dunkel und man konnte nicht springen. Freunde, ich sehe gerade was Legendäres. Wir können den Space-Wire-Sound droppen in Forge. Oh yeah. The day has come, finally, it's here. Was geil wäre, was ich nicht weiß, ob sie es gemacht haben. Ich habe in Halo 4 Flood nicht sehr gemocht. Was ich an Halo 4 aber sehr gemocht habe, ist, dass die Flood tatsächlich diese typischen Flood-Sounds gemacht hat und auch erweitert haben, weil immer wenn eine Flood-Form jemanden gekillt hat, haben die diesen unheimlichen Brunstschrei von sich gegeben und auf den richtigen Maps gibt das einem richtig die Creeps, Alter. Das ist heftig. Das hätte ich gerne. Ja. Aber das glaube ich fast nicht. Es wird sowieso super viele coole Infection. Spätestens die Forger, jetzt wo Infection ja angekündigt wurde. Sind sie am Vorbereiten. Genau, da fangen die jetzt an, fleißig dazu basteln. Ich meine, gebastelt haben die sowieso schon vorher. Die haben schon alles vorgebastelt. Ja, und ich meine, letztens erst habe ich noch, muss ich euch auch noch schicken gleich, habe ich auch eine Infection-Map gesehen, die, glaube ich, von Forge Labs oder so war, das vorgestellt wurde. Redet ihr mal weiter, ich suche die mal kurz. Ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Was, jetzt wollte ich nochmal so ein paar kleine Tweaks, die uns nochmal aufgefallen sind, die noch so in den Patch-Notes drinstehen. Man kann jetzt zum Beispiel, das habe ich heute mit David auch schon getestet, man kann so, wenn man Steuerkreuz oben jetzt drückt, während man lebt in Arena oder Warzone, kann man so ein Ping machen, was im Endeffekt ist, wenn jetzt quasi der Tag über dem Spieler angezeigt wird, dann macht das so ein komisches, ploppt das so auf und macht so ein Symbol. Es kommt kein Sound, sondern es ist halt nur dieses Ding, aber man sieht es wohl auch, wenn der Mitspieler außerhalb des Screens ist, was dann ganz praktisch ist, nochmal eine Art zu kommunizieren, ohne halt wirklich zu sprechen. Und wenn man jetzt in einem Fireteam ist und zusammen in Matchmaking drin ist, dann wird der, wenn der Buddy einen Kill macht, ist er grün und der Tag über dem Buddy ist auch leicht grün angehaucht, so dass man das nochmal unterscheiden kann, was auch ganz cool ist. Und die Spartan Companies kann man jetzt finally, wenn man X im Menü drückt, auch sehen. Und das ist auch nochmal ein cooler Tweak. Ja. So, okay, ich kann immer noch nicht die Commendations sehen und so. Wenigstens wer in der Company ist, den kann man jetzt sehen, auch wenn man nicht in der Friendlist hat und alles und überhaupt, ja. Genau. Ja, okay. Ja, das wäre eben noch einmal die Map, die ich jetzt gerade nochmal gefunden habe, die ich eben auch sehr cool finde. Ja auch reinschneiden, ne? Ja. Genau, ja, deswegen habe ich auch nochmal den Link geschickt. Eben besonders cool auch mit diesem, es war doch von Forge Hub, nicht von Forge Labs. Ja, sieht sehr aus wie... Mit diesem,
Alien-Kreis da. Halo 1. Was ich. Boah, das ist ja mal heftig. Ach, die, ja. Die Ach, du sogar. Meine Güte. Mit diesem hängenden Ding, ne? Ja. Sieht schon ziemlich fancy. Und die ist halt schon sehr cool. Wenn man da jetzt dann auch so Horrorgeräusche und ähnliches platziert und eventuell noch so Glühwürmchen und Zeug, dann kann das halt schon richtig, richtig cool werden. Und da freue ich mich echt drauf, wenn Infection tatsächlich kommt auf die ganzen Custom-Lobbys. Jetzt brauchen wir nur noch unseren File-Browser. Tja. Ja. Ich hoffe, der kommt mit Infection, würde sich anbieten. Würde sich tatsächlich anbieten, auch mit General Reach und Zeug, aber naja. Was ich noch kurz sagen wollte, ist zu dem Ping-Zeug. Und zwar finde ich das auch sehr cool. Ich finde es nur ein bisschen zu unauffällig. Es ist zwar gut, dass es jetzt nicht so total nervig ist, dass jetzt jemand das mega rumspammen kann, einen mega auf den Sack geht, aber irgendwie so ein kleiner Soundeffekt, der dann vielleicht kommt, oder irgendwie ein bisschen mehr Geblinke am Bildschirmrand oder so, wäre schon cool, weil mir fällt es echt oft nicht auf. Und was auch ein bisschen schade ist, dass es einem nirgendwo gesagt wird, sondern nur in diesen Patchnotes da ist, dass man mit Steuerkreuz oben da jetzt... Ich habe es halt durch Zufall heute Morgen entdeckt und euch geschickt. Und dann. Aber die Leute werden es checken, wenn man selber jetzt, dann, wir es wissen, die Zuschauer es jetzt auch wissen, macht diesen Ping und dann merken es die Leute und werden dann alle Tasten durchhämmern, um herauszufinden, wie man diesen Ping macht. Steuerkreuz oben. Okay, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde. Wie lange hattet ihr noch vor? Ja, ich wollte jetzt nur noch kurz, wir können ja schon mal so ein bisschen noch ganz kurz jeder seine kleinen Erwartungen an das nächste Update formulieren, halt Infection kommt. Und ich hoffe, dass sie irgendwas Geiles noch reinbringen, keine Ahnung, eine alte Invasion-Map als Warzone-Map wiederbringen oder und den Falcon will ich sehen oder den Nate-Launcher aus Reach oder irgendwas Cooles noch mehr einbauen, was fancy ist, abgesehen von Rüstungen aus Reach und Infection, weil das wäre, fände ich, ein bisschen so, weil Infection hätte von Anfang an da sein müssen, da können sie jetzt nicht sagen, hey, guck mal, wir haben was von Reach und so, yo. Wir haben was von Reach vor allen Dingen. Infection ist ja so nur Reach. Ja, da war es halt wirklich am beliebtesten und am fancysten wegen Custom, muss man schon sagen. Ja, das also, stimmt schon. Ich persönlich, ich habe es Panzer und so interessieren mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich fand die jetzt auch nicht so, egal. Doch, George Panzer. Ja, ist schon okay, schick, dass es da ist. Vor allem Emil, das haben sich viele Leute gewünscht. Nice to have. Ja. Und das ist was, schön, dass da ist. Und ein grünes Schwert. Und was ich auf jeden Fall hoffe, ist, dass bei Infection, dass sie Infection sehr customizable machen und nicht so wie in Halo 4. Das ist so meine größte Angst momentan, dass zwar Infection kommt, aber es dann im Großen und Ganzen vielleicht doch eher enttäuschend ist. File-Browser wäre natürlich nice to have und vielleicht noch ein bisschen mehr Menüanpassungen, wie man jetzt in diesem Update ja vielleicht auch schon ein bisschen gesehen hat. Wäre cool, wenn da vielleicht noch mehr kommt. Das sind so meine Haupthoffnungen. Map-technisch fällt mir jetzt ehrlich gesagt da momentan gar nichts ein, was ich so groß verlange, weil ich sagen muss, dass ich da mit den ganzen Maps von den Forgern eigentlich komplett überwältigt bin im Moment. Ja, da muss aber mehr ins Matchmaking dann auch kommen. Ja klar, auch mal das mehr auf jeden Fall. Als Back-Team-Battle-Maps. Ja, und ich möchte den Revenant. Ich möchte den Revenant. Oh ja. Und ich möchte. Und ich möchte Countdown. Countdown irgendwie neu umgemodelt. Irgendeine Map aus Halo Reach, die. Ich glaube, Countdown geht am ehesten. Vor allem was hier so Klemmerei angeht und so, können die sich da was überlegen. Tatsache. Und Spire bietet sich als Warzone-Mapper. Glaube ich fast. Also so ein Spire-Abklatsch zumindest. Spire hat mir zwar nie gefallen, aber vielleicht kriegen sie es ja ganz gut hin. Wenn der Falcon da ist, gefällt mir Spire. Das war schon immer geil. Ja. So, das war's. Reach. Hat er noch irgendwas Cooles? Ja, Firefight kriegen wir so. Thumper. Der Thumper aus Reach oder Grenade Launcher. Habe ich doch schon gesagt. Das oh Mist. Eliten. Eliten, ja. Eliten wäre natürlich Eliten das Beste. Das wäre natürlich gottgleich. Dann würde ich sie lieben. Also, das würde alles abreißen. Ich habe die Hoffnung, sie tun es vielleicht nicht in Reach, aber ich habe die Hoffnung, dass sie es vielleicht im allerletzten Update, das Halo 5 bekommt. Sie sagen, okay, jetzt hauen wir nochmal raus, was wir haben, weil jetzt wird Halo 5, geben wir Halo 5 sozusagen an die Leute ab. Und machen da jetzt nicht mehr so viel, außer halt so Bugfixes und sowas. Und sagen dann, okay, für Custom und Warzone gibt es Eliten. Und für Firefight. Arena will...
verlange ich noch nicht mal von denen, dass sie da Eliten reintun. Das wäre, ich kann den Fairness-Aspekt da schon verstehen. Deswegen. Warum haben sie dann, wenn sie es nicht in Arena packen, die Möglichkeit, Eliten auch richtig geil zu machen und du bist groß und siehst ganz, also es ist nicht so ja. wie in zum Beispiel Halo 3, da waren sie auch größer und so, aber jetzt nicht so wie in Reach zum Beispiel. Ne? Reach war einfach toll. Ich will die Eliten auch nur fürs Custom-Game oder für Machinimas. Kein Machinima ja. ist ja, komplett Machinimas. Ohne Elite. Oh, und Eliten, die hier mit dem Spartan-Chatter dann anfangen, auf der Map so rumzubrüllen. Eliten-Chatter. Ja. Eliten-Chatter. Okay. Ja, gut, das genau. waren ja, cool. unsere Meinungen. Das waren unsere Eindrücke vom aktuellen Update und unsere Wünsche fürs nächste Update. Schreibt wir hoffen, es hat ihr euch gefallen. Uns doch mal, genau. was ihr euch denn so wünscht oder wie ihr das aktuelle Update findet. Und worauf ihr euch am meisten vielleicht mit dem nächsten Update freut. Und natürlich werden wir auch beim nächsten Update wieder so einen Talk machen. Und hoffentlich auch wieder keep zu dritt. Keep the discussion going. Genau. Yo. Damit verabschiede ich mich schon mal. Ciao und tschüss, sage ich. Okay. Bis dann, guys. Auf Wiedersehen.